Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Ja, für viele von uns gibt es heute nochmal astreines Kaiserwetter, Badewetter, wo wir heute nochmal zum Teil auch mit Temperaturen von bis zu 30 Grad rechnen können. Da schauen wir uns jetzt gleich anhand der aktuellen Wetterbetrachtung etwas genauer an. Werfen wir allerdings jetzt erst einmal einen Blick auf den Wolkenfilm. Ja, und da machen wir dicke Wolken aus, die uns morgen pünktlich zum Feiertag vom Nordwesten her erreichen werden. Das ist eine Kaltfront, ja, und die könnte den Herbst ankündigen. Wir schauen uns das gleich genauer an. Jetzt erstmal die Karte für heute. Ja, und heute haben wir es mit einer Wolkenverteilung zu tun, mit einem Gefälle quasi von Nord nach Süd. Vom Nordwesten her kommen ein paar dichtere Wolken. Da sieht es mit den Sonnenstunden nicht so, ja, gravierend doll aus, aber im Süden, da können örtlich doch bis zu 11 Sonnenstunden mit dabei sein. Wir schauen uns gleich die Sonnenstundenverteilung mal etwas genauer an. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Temperaturen heute nochmal. Und dann erreichen wir tatsächlich Maximalwerte von 25 bis 28 Grad, aber vor allen Dingen Richtung Breisgau, Richtung Bodensee, da können örtlich doch nochmal 30 Grad geknackt werden. Das wäre dann nochmal ein Hitzetag. Jetzt der Blick auf die Sonnenstunden, die heute auf jeden Fall mit dabei sind und Vorreiter und Rekordhalter heute im Vergleich zu den anderen Städten ist München mit 9 Stunden. Und im Süden, da können örtlich auch noch mal 11 Stunden mit dabei sein. Wohingegen der Verlierer, was die Sonnenstunden anbelangt, sind auf jeden Fall Dortmund, Emden und Hamburg. Ja, da bleibt es heute recht grau. Deshalb, ich weiß, wer sich im Norden befindet, der kann manchmal gar nicht verstehen, wenn wir von Sommer reden, wenn wir von Sonnenschein reden, von wirklich heißen Temperaturen. Schauen wir uns einmal die Wetterverteilung für die kommende Nacht an. Ja, und vom Nordwesten her sind es wiederholt die Wolken, die zu uns kommen. In den anderen Landesteilen gibt es zum Teil aufgeklärten Abschnitte. Ja, und dort, wo die Wolkenlücken definitiv größer sind, da kann sich auch die Luft dementsprechend abkühlen. Ja, und dann erreichen wir Frühwerte von 16 bis 11 Grad. Wir müssen aufpassen, im Süden entlang von Gewässern, da kann sich bereits schon dieser Herbstnebel bilden. Ja, und dann werfen wir den Blick auf den morgigen Dienstag. Und dann ist es dieses Tiefdruckgebiet, was wirklich ziemlich flott unterwegs ist, von den britischen Inseln Richtung Südschweden. Ja, und das erreicht uns mit seiner Kaltfront und sorgt für sehr ungemütliches Wetter. Im Laufe des Tages hat die sich dann wirklich einmal über in Form einer Diagonale von Südwesten nach Nordosten gelegt. Ja, und das bedeutet, zum Teil müssen wir mit schauerartigen Niederschlag rechnen, Regen, und wir müssen zum Teil mit örtlichen Gewittern rechnen. Und innerhalb dieser Gewittern, da kann der Wind wirklich ruppig ausfallen. Wohingegen vor der Front bleibt es wirklich noch mal sommerlich im Osten und im Südosten. Also haben wir Familienbesuche geplant, vielleicht müssen wir ein bisschen umstrukturieren, wollen wir draußen den Tag verbringen, draußen die Kaffeetafel decken, würde ich auf jeden Fall hier den Osten, den Südosten vorschlagen. Die Temperaturen noch mal extrem warm. Werfen wir einen Blick auf die Maximalwerte und die liegen dann zwischen 22 und 29 Grad. Ja, und dann in der Nacht, da ist dann die Front weitergezogen. Da gibt es halt diese Schauer im ganzen Osten. Der Wind wird im Laufe der Nacht ordentlich nachlassen. Ja, und das Ganze dann in der Früh bei Temperaturen, die dann zwischen 12 und 7 Grad liegen werden. Ja, und jetzt der Blick auf die Aussichten für die nächsten Tage. Es bleibt wolkenreich, der Himmel im Norden am Mittwoch. Und wir sehen die Temperaturen, ja, die werden recht herbstlich ausfallen in den nächsten Tagen. Heißt es, es ist jetzt vorbei mit dem Sommer im Oktober, bekommen wir endlich normales Herbstwetter. Im Süden, da geht schon wieder recht freundlich zu, da gibt es nur ein paar lockere Wolken. Das Ganze dann bei Temperaturen, die dann nur noch zwischen 18 und 21 Grad liegen werden. Ja, und am Donnerstag, ja, da sind es dann weiterhin die Schauer.
Schauer, die im Norden stattfinden werden. In den anderen Landesteilen bleibt der Regen oder der Niederschlag insgesamt aus und die Temperaturen weiterhin sehr gedämpft. Wir sehen hier Werte von 17 bis 21 Grad, 22 Grad noch mehr entlang des Rheins, vor allen Dingen am Oberrhein. Ja, und dann schauen wir uns den Freitag an. Wie beenden wir die Arbeitswoche? Da kommen vom Nordwesten her schon wieder dichte Wolken. Nur im Südosten, da gibt es ein paar aufgeheiterte oder sagen wir es mal freundliche Abschnitte. Die Temperaturen weiterhin auf diesem herbstlichen Level. Wir sehen hier Werte von 17 bis 22 Grad. War es das mit dem Sommer? Schauen wir uns aber noch mal die Luftverteilung, die Luftmassenverteilung vom heutigen Nachmittag an. Also heute Nachmittag ist ganz klar, Dominik von Mallorca aus schickt uns die warme Luft zu uns. Ja, und die kommt wirklich weit vor bis ins Land. Ja, und dann schauen wir uns die Temperaturen noch mal heute an, die 2-Meter-Temperaturen. Ja, und da gibt es vielerorts noch mal diese 28, 27 Grad. Und örtlich können wir die 30-Grad-Marke knacken. So, und dann schauen wir uns den Sonntag an. Dann ist es schon wieder der hohe Luftdruck, der bei uns wetterbestimmend sein wird. Ja, und dieser Zustrom an dieser warmen Luft, der ist dann schon wieder gegeben. Wir sehen, wir bekommen wirklich mit einer Südwestströmung noch mal extrem milde Luft. Das sieht nicht nach Herbstwetter aus zum nächsten Wochenende hin. Ja, und das wären dann die Temperaturen. Dann hätten wir wirklich Boden, also 2-Meter-Temperaturen bis zu 28 Grad übers Land verteilt. Das war es auch schon wieder. Ein Hin und Her mit dem Wetter, der Herbst auf Stippvisite in den nächsten Tagen, vor allen Dingen ab morgen dann. Da wird es nochmal wirklich herbstlich, auch ein bisschen ungemütlich. Passt auf, wenn ihr unterwegs seid mit den Gewittern und dem Wind. Die Bäume sind noch stark belaubt. Das kann recht gefährlich ausfallen. Seid vorsichtig, macht euch vielleicht einen gemütlichen Tag zu Hause mit Tee und einem schönen Buch oder einem schönen Film. Das war es auch erstmal von eurem Wetter.net. Freut mich, dass ihr reingeguckt habt.